Hallo meine Süßen, ich habe seit langem mal wieder ein Q&A-Video für euch und wenn euch das interessiert, dann bleibt bis nach dem Intro dran. Ja, und zwar wird das April-Q&A-Video, also Fragen- und Antworten-Video. Und ich habe euch auf Facebook diesmal gefragt und nicht auf YouTube, weil das irgendwie ein bisschen schneller immer geht auf Facebook. Aber das nächste Mal frage ich euch wieder auf YouTube unter einem Video. Jedenfalls sind das jetzt kurze 6 Fragen, die ich euch jetzt einfach beantworten werde. Und ja, wenn eure Frage nicht dabei war, dann könnt ihr sie auch gerne unter dieses Video stellen, eine andere Frage. Und wenn ihr die dann, also die anderen, die die Frage auch interessieren, sie liked, dann werde ich sie beim nächsten Mal, beim nächsten Video beantworten. So, die erste Frage ist, wie kamst du zu deinem Style? Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erklärt oder erzählt, aber eigentlich hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich vor allem, glaube ich, dadurch, dass ich früher in der 6., 5. Klasse und so extremer Tokyo Hotel Fan war. Also ich finde die immer noch ziemlich cool. Und früher fand ich die aber mega geil und vor allem fand ich Bill immer total schön und halt dieses mit den schwarzen Augen und so fand ich mega cool. Und dann habe ich mich halt so für so interessiert für das schwarze Haare, schwarze Augen, bla bla bla. Und habe mich dann halt so in diese, sag ich mal, Emo-Szene, also ich hatte mich jetzt nie da wirklich hinzugeordnet, aber habe mir halt gerne Bilder von denen angeguckt, weil ich die halt optisch schön fand, aber nur optisch und nichts weiter. Also war das eher so ein optisches Ding. Und ja, dann hat sich das halt mit der Zeit so entwickelt, dass ich halt meinen eigenen Style gefunden habe und mich dann halt angefangen habe, ja, mir die Haare auch mal bunt zu machen und dann halt von diesem Schwarz weggekommen bin und eher so in dieses Bunt reingegangen bin. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Dann die zweite Frage, wie kamst du mit deinem Freund zusammen? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesagt habe, aber dennoch werde ich euch das jetzt nochmal beantworten. Also, die Kurzform ist, ich hatte zu tun mit einem komischen Typ, der mich ein bisschen verarscht hat und ein bisschen daneben war. Tim kannte den auch, hat sich für sein Verhalten bei mir entschuldigt. Dann kamen wir ins Gespräch, haben uns dann halt getroffen, was unternommen und irgendwann hat es dann gefunkt und so kam was dann. Was machst du, damit die Farbe in deinen Haaren am besten und am längsten hält? Da muss ich sagen, kann ich jetzt gar nicht wirklich auf die Frage antworten, weil ich ehrlich gesagt immer nicht so der Typ bin, der hofft, dass die Farbe ewig lange hält. Wenn ich so eine richtig geile Farbe habe wie das zum Beispiel, so, weil ich finde das Ombre mega cool irgendwie, hoffe ich natürlich, dass sie lange hält. Aber ich mache da nicht wirklich was für. Also das Einzige, was ich jetzt vielleicht anders mache als manche anderen Leute, dass ich meine Haare nur ungefähr 1 bis 2 Mal die Woche wasche. Manchmal halt, wenn ich zum Beispiel viel Sport mache, ist es klar, dass ich sie mehrmals waschen muss, weil wenn man schwitzt und so, ist das ein bisschen eklig. Aber sonst zum Beispiel, wenn ich einfach jetzt nur so vor mich hin lebe, dann dusche ich halt einfach nur so und mache halt Haare hoch und mache die Haare nicht mit nass, sodass die Farbe nicht mit rausgezogen wird. Und ja, da habe ich auch ziemlich Glück, dass meine Haare echt nicht so schnell fetten. Das ist aber auch so eine Sache, je seltener man die Haare wäscht, desto langsamer fetten sie auch. Und wenn man sie öfter wäscht, dann fetten sie auch schneller. Also, ja, mehr mache ich da auch echt nicht. Vielleicht manchmal so ein paar, wenn ich so Spülung nehme, so von wegen Color and Care oder so, also dass halt die Farbe drin bleibt. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so viel hilft. Ich glaube nicht, dass das bei Tönungen irgendwas bringt. Vierte Frage. Du hast mal angegeben, dass du bisexuell bist. Stimmt das? Also, ich weiß nicht, wie ich das am vernünftigsten erkläre, aber sagen wir mal so, also ich finde Frauen auf jeden Fall attraktiv, auch genauso attraktiv wie Männer. Ich hatte auch schon mal was mit Frauen, aber jetzt keine ernstzunehmende Beziehung. Und ja, also von der sexuellen Ebene finde ich Frauen genauso attraktiv wie Männer, aber in der Beziehungsebene ist es bei mir das Ding, dass ich halt auch, wenn ich mit wem zusammen bin, mit jemandem eigentlich immer vorhabe, für immer zusammen zu bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, jetzt habe ich mal wieder eine Beziehung, mal gucken, wie lange die hält. Sondern wenn ich jemanden wirklich liebe, dann ist es für mich auch so, dass das für immer hält. Und ja, gut, gibt halt Dinge, die dazwischen kommen, aber ich hoffe halt immer, dass die Beziehung, die ich habe, für immer hält. Und das für immer beinhaltet für mich auch heiraten und irgendwann auch Kinder kriegen. Und dann würde es halt bei der Frau schon schwierig werden, weil ich bin so ein totaler Kindermensch. Also ich finde Kinder total süß und ich möchte später auch unbedingt 1 oder 2 Kinder haben und deswegen wäre das für mich halt so eine Beziehung nicht wirklich schön, weil das halt sowas auf Zeit wäre und nicht vernünftig funktionieren würde. Und deswegen, ja, also ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Wie findest du die heutige Jugend? Ja, da ist bei der Frage ist es auch ein bisschen schwer, dass man da nicht irgendwem auf den Fuß tritt, so. Aber ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall sind nicht alle gleich, das um schon mal vorauszusehen. Und ich bin noch ganz froh, dass es immer noch Leute gibt, die so ein bisschen gegen den Strom und gegen das, was jetzt so in ist, ja, gegenhalten. Aber was ich so mitbekomme, weil es ist ja meistens so, dass einem das Negativste mehr auffällt. Und wenn man so, vor allem wo ich noch immer jeden Tag zur Schule gefahren bin, jetzt habe ich ja keinen Unterricht mehr, bis ich mein Abitur fertig habe. Auch danach nicht mehr. Und da im Bus, was da manchmal erstmal was so für Gesprächsthemen sind, die überlebt man wirklich nur, wenn man einen Kopfhörer drin hat. Wo sie sich dann ganz cool, ah ja, voll geil, letztes Wochenende war ich total besoffen, ey, habe ich mir einen Zahn ausgeschlagen, voll geil. Und wo ich mir denke, ey, ja, seid stolz drauf. Also das ist einfach nur, und das sind dann Leute, von denen ich weiß, dass die in der Altersgruppe oder unter meinem Bruder sind, also heißt jünger als 15. Und wenn die dann irgendwelche Storys erzählen, dass sie sich damit Wodka zugeschüttet haben oder sonst so ein Scheiß, da kriege ich irgendwie ein bisschen schlechte Laune. Oder wenn irgendwelche Leute, auch wenn sie nur in meinem Alter oder ein bisschen jünger sind, sich über irgendwelche, was ich weiß, für harten Drogen unterhalten, die sie ja alle schon mal genommen haben und dass ja Kiffen voll langweilig ist und dass sie jetzt ja härtere Drogen nehmen müssen. Und da ist mir dann so ein bisschen, wirklich? Nee. Also da kriege ich voll so in den Hals, kriege ich da. Und das ist aber auch noch am schlimmsten, dass ich meine, was die mit ihrem Leben machen oder nicht, gut, da sei dahingestellt, soll sie machen. Mir tut es immer für die Eltern ein bisschen leid, weil wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind mit 15 oder sonst was sich da abschießt bis sonst wo oder welche Drogen nimmt, also da würde ich mir als Eltern total Sorgen machen und mir würde das total leid tun. Aber kann man ja nichts machen, wenn die das meinen. Aber was ich am schlimmsten finde, was ich nicht verstehe, ich meine, die können ja mit sich machen, was sie wollen, aber hat man nicht irgendwie so eine leichte Erziehung? Also was heutzutage so... ich meine, ich bin ja auch schon in relativ, ja, sage ich mal, neumodernere Generation, aber ich habe trotzdem gelernt, dass man älteren Leuten den Platz anbietet, wenn es voll ist und die da neben einem stehen, oder dass man generell, wenn eine Frau mit dem Kinderwagen da steht und nicht alleine irgendwie die Treppe runterkommt, dass man der hilft. Und dann frage ich mich immer wieder, warum so eine kleine Dreckkäse hoch, weißt du, die so, weil sie nicht 5 Köpfe größer sind als ich gefühlt, dann irgendwie... Na, irgendwo, wenn ich dann eine Frau mit dem Kinderwagen steht und ich habe eine riesen Tasche auf dem Rücken und muss dann, du hilfst dann der Frau und die Männer gucken dumm und laufen vorbei. Also irgendwie, verstehe ich nicht. Und ja, sowas finde ich geht halt gar nicht. Also irgendwie Manieren und ein bisschen Erziehung sollte man schon genossen haben und auch immer im Hinterkopf haben, wenn man durch die Welt läuft, dass man vernünftig mit anderen Menschen umgeht und so wie es halt auch, ja, wie man es halt gelernt hat. Und nicht irgendwie sich am besten noch vordrängeln, wenn man als erstes einen Bus will und eine alte Dame mit einem Rollator oder so dann noch zur Seite schubsen, nur wenn man unbedingt rein will und die fällt dann fast hin. Also da kriege ich so einen Hals. Ja, und die letzte Frage. Woher bekommst du deine Pastel Goth Sachen? Also, die Frage finde ich ein bisschen strange, weil ich jetzt eigentlich nicht wirklich so Pastel Goth Sachen in dem Sinne habe. Ich meine, ich kaufe Pastellfarben, weil ich die schön finde. Oder hier so mintgrün und zieh die einfach an. Also das ist jetzt ja nichts, was man jetzt nicht irgendwo findet. Ist ja einfach nur, also ich habe ja jetzt nicht diese mega süßen Sachen, wo dann übelst die Sternchen drauf sind und so. Das finde ich auch voll süß, aber das wüsste ich auch nicht. Das finde ich halt auch nicht. Und dann kaufe ich mir lieber sowas Normales mit rosa oder mintgrün oder sonstigen Farben. Und ja, ganz normal. Also das meiste, diese Jacke habe ich vom Primark, das Oberteil habe ich vom Primark, habe ich in meinem letzten Haul erzählt. Und ja, einfach so von ganz normalen Läden. Manchmal von eBay oder so oder Amazon, wenn ich irgendwas Süßes finde. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das ist die Endcard dieses Videos und wie immer könnt ihr hier neben mir 2 weitere Videos ansehen und unter mir könnt ihr meinen Kanal abonnieren, damit ihr immer up to date seid. Und wie vorhin schon angedeutet, würde ich super schön finden, wenn ihr weitere Fragen an mich habt, dass ihr die in die Kommentare schreibt und jeder, der die Kommentare sieht, sich die Kommentare durchliest und einfach, ach ja, die Frage will ich auch, okay, dann like die Frage und die mit den meisten, also die Kommentare mit den meisten Likes, beantworte ich dann einfach Ende Mai in dem Mai-Q&A-Video. Das wäre echt cool, wenn wir das so machen könnten und dann, ja, sehen wir uns bis dann wieder und genießt das schöne Wetter. Also bei uns ist es zumindest gerade sonnig. Bis dann, tschüss!